So, da bin ich wieder. Ich weiß nicht, ich habe ein bisschen rumexperimentiert, ein bisschen rumgestellt. Ich bin jetzt auf einer 6000 Kilobyte Leitung ungefähr. Es switcht immer so zwischen 6000, also 5800 und 6200. So in dem Dreh auf jeden Fall. Ich guck mal gerade, wie das Ganze aussieht im Stream. Das sieht natürlich jetzt richtig geil aus, muss ich sagen. Aber ich krieg's irgendwie nicht in HD hin. Wobei ich nicht sicher bin, ob ich überhaupt in HD streamen kann, solange ich kein Partner bin. Das könnte auch deswegen nicht funktionieren. Blablabla. Darf ich dich mal bitte dahin haben? Und du kommst bitte hier drunter. Zack. Viel besser. Viel besser. Ich glaube, ich bleibe jetzt auch da. Hi Therese, herzlich willkommen. Wenn irgendwelche Probleme sind mit dem Stream, dann bitte Bescheid sagen. Das wäre ganz nice. Mal gucken. Ich so, hä, was ist denn das da jetzt? Da sieht man noch irgendwas Gelbes. Aber es ist alles. Hi Jonas, herzlich willkommen. Mal gerade mal gucken. Was ist denn da in dem. Warte mal. Ich geh mal kurz hier hin. Okay. Ich dachte gerade so, hä, was ist denn da für ein gelbes Ding oben drin? Aber da ist gar nichts Gelbes. Mir geht's super. Wie geht's euch denn? Alles in Ordnung. Ich hatte wirklich viel zu tun in den letzten Tagen. Deswegen habe ich auch ein bisschen wenig gestreamt. Ein bisschen zu wenig für meinen Geschmack. Ich bin hier immer noch ein bisschen am Umräumen. So, wie kann ich mein Setup am besten hinstellen? Wie kann ich generell alles ein bisschen besser hinstellen? Und dann kamen noch meine ganzen Leute aus Hamburg dazu, die dann wieder mich sehen wollen. Ich bin ja endlich wieder da, 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 da. Und bei dir, Therese, ist nicht so. Ist ja schade. Dann dazu kommt dann auch noch, dass hier schlechtes Wetter ist. Hat den ganzen Tag geregnet. Aber ich muss mal gucken. Also ich habe, wie gesagt, Setup ein bisschen umgestellt. Ich habe hier auch im StreamYps OBS ein bisschen umgestellt. Ich wollte eigentlich eine Hochskalierung auf HD bekommen, also auf 1080p. Hat irgendwie nicht so ganz funktioniert. Finde ich echt schade. Ich weiß auch nicht, was ich da jetzt falsch gemacht habe. Weil sieht eigentlich alles ganz gut aus. Ich habe einfach die die Output Resolution hatte ich. Ey, die hatte ich eigentlich auf 1080 hochgestellt. Jetzt ist sie wieder auf 720. Ist ja gemein. Ich bin mir zu 100% sicher, wenn ich sie auf 1080p hochgestellt habe. Oh Mann, wie unfair. Ich bin immer noch krank. Ab heute noch ein Arzttermin um 18:15 Uhr. Was? So eine scheiß Zeit. Dann musst du ja quasi bald schon wieder los. Aber wenigstens habe ich die Bitrate jetzt hochstellen können auf 6000. Das ist doch schon mal was. Und dementsprechend ist auch das Bild jetzt, muss ich sagen, richtig, richtig gut. Mal gucken. Ja gut, also was heißt richtig gut? Also es ist in Ordnung. Kein HD. Aber trotzdem in Ordnung. Du hast Respekt vor dem Termin. Ich habe generell Respekt vor Ärzten. Die sind ja auch ein bisschen furchteinflößend. So, wir legen auf jeden Fall jetzt mal los hier. Ich gehe zurück. So, wir sind hier, wie gesagt, gerade auf der Lava-Lava-Insel und müssen natürlich jetzt in den Vulkan rein. Und das probieren wir jetzt. Also, ich hoffe, das klappt irgendwie. Ich würde gerne mich das Spiel noch durchspielen vor nächster Woche, weil wann haben wir den 17. Wann kommt das neue Paper Mario? Ja, nächsten Freitag. Also, wir haben noch bis nächsten Freitag Zeit. Geil, oder? Ja, das hoffentlich hast du nichts Schlimmes. Auf jeden Fall. Mach dir nicht so einen Kopf, du. Am besten gar nicht drüber nachdenken. So. Jonas, wie geht's dir denn? Erzähl mir doch mal ein bisschen was. So, also wir haben jetzt quasi die Babys hier gerettet. Die Kinder wiedergefunden hast, haben sich irgendwie etwas gewöhnt. Vielen, vielen Dank. Die Kinder sind der wertvollste Schatz unseres Servers. Also, wo Schätze der Welt, den möchte ich dir auch danken. Du solltest mit ihm sprechen. Ah. Dann ja, direkt mit zu ihm. Häuptling, Wumbaba. Der Fettsack. So ein fetter Yoshi. Guckt euch den mal an, wie fett der ist.
gerade am Terraria zocken. Ja, ich glaube, ich werde dann lieber irgendwann Minecraft zocken, aber Terraria ist mir ein bisschen zu bit-mäßig. Ich hoffe, ich habe maximal eine Bronchitis und nichts Schlimmeres, aber umso weniger schlimm, umso besser. Würde ich auch sagen. Auf jeden Fall. Ach, mach dich nicht so einen Kopf, das wird schon. Das wird schon. Und Grüße genauso, weil wir gerade neu zuschauen haben. Herzlich willkommen im Stream. Gerade angefangen. Mit Kapitel 5 von Paper Mario. Wir zocken das schnell noch durch, bevor das neue Paper Mario kommt. Ich habe hier auch, wie ihr sehen könnt, hier, vielleicht sieht man es auch nicht ganz so genau. Und ich habe hier noch Paper Mario, die Legende des Äonentors auch noch liegen. Allerdings habe ich keinen Adapter, mit dem ich das an die GameCube anschließen kann. Wobei ich glaube. War es nicht. Muss ich mal gerade gucken. Man konnte GameCube-Spiele auch mit der Wii spielen. Was wiederum heißen würde, dass wenn die Wii einen HD-Anschluss hat, dann könnte ich das mit der Wii spielen. Aber das hat sie natürlich nicht. Okay. Was ist das denn? Keine Ahnung, was das für ein Anschluss ist. Hier war das USB. No. Kein. Die Wii U war die erste mit HDMI-Anschluss. Mist. Konnte die Wii U auch? Ja, aber die Wii kann man auch nicht über HDMI anschließen. Hat auch nur SCART-Anschluss, also muss ich trotzdem einen Adapter kaufen. Adapter! Schade Schokolade. Nicht schlimm. Mario, ich muss dir danken. Du hast die Kinder des Dorfs gerettet, egal wie sehr wir uns bei dir bedanken. Es kann nicht genug sein. Du bist ein wahrer Held. Wir müssen deine Tapferkeit schätzen. Wir wissen ganz genau, wie gerade sieht. Zumindest kann ich etwas für dich tun. Du willst doch noch immer zum Lava-Lava-Berg, oder? Ich erinnere mich an einen sicheren Weg, auf dem der Vulkan zu erreichen ist. Komm bitte hier entlang. Ich muss doch irgendwo hier. Ja, ich hab's gefunden. Hier ist es. Bitte nimm mich. Was hast du erhalten? Jaderabe? Ausgezeichnet. Ein Abraxas, eine Abroxas-Figur, die du von Yoshi Häuptling hast. Yoshi Häuptling? Immer wenn ich auf diese Insel Ereignisse außerhalb unserer Kontrolle eignen, bitten wir Don Raphael, den Herr dieses Islands, um Hilfe. Wenn es jemanden gibt, der dir helfen kann, den Vulkan zu erreichen, ist es definitiv Don Raphael. Er liegt im Herzen dieser Insel. Wenn du den Jaderaben in die Statue von Don Raphael stellst, wird sich der Pfad in den Dschungel öffnen. Seit ich ein junger Yoshi war, habe ich Don Raphael nicht mehr gesehen. Ich kann mich erinnern, dass es unglaublich schwierig war, ihn zu finden. Die Bäume und Büsche des Dschungels selbst waren es, die den Suchenden den Weg versperrten. Aber ich bin mir sicher, dass du den Weg finden wirst. Mögen all deine Wünsche in Erfüllung gehen. Okay. Alles klar. Ey, Moment mal. Du bist ja jede. Du musst ja jede Menge hinter dir haben, Mario. Was ist das denn für eine Aussage, Alter? Du musst ja jede Menge hinter dir haben, Mario. Jede Menge was? Geld? Mut? Partner? Wasser? Haare? Warum in aller Welt willst du zum Lava-Lava-Berg? Oder wollte es eigentlich sagen, du hast, musst ja nicht mehr alle haben. Nobody knows. Abenteuer! Du musst ja jede Menge Abenteuer in dir haben. Abenteuer? Das würde passen. Im Vulkan ist es sehr heiß und sehr gefährlich. Wenn du nicht äußerst vorsichtig bist und Glück hast, bist du im Handumdrehen eine Scheibe gerösteter Speck. Autsch, das tut weh.
Aber ich weiß, dass ich euch ohnehin nicht darum schert. Ihr werdet trotzdem gehen. Ich kann das nicht gutheißen. Oh, it's me, Mario. Ah, oh, oh. Du willst also zum Vulkan, weil du die Prinzessin von ihren Entführern retten willst? Was für eine bewegende Geschichte. Romantische Geschichten wie diese berühren mein Herz auf eine besondere Art und Weise. Es ist entschieden. Ich kann euch nicht alleine gehen lassen. Ich, Sushi, eigentlich ein Fisch, aber noch nicht filetiert, werde bis zum bitteren Ende an eurer Seite bleiben. Oder Schwierigkeit? Ist egal. Mach dir keine Sorgen, Mario. Ich liebe es, auf andere aufzupassen. Deswegen passe ich auf euch auf. Aber ich bin zwar nur Sushi, aber noch nicht filetiert. Und wenn du vorhast, den Dschungel zu durchqueren, kannst du ohnehin nicht auf mich verzichten. Komm, Mario. Kühler wird der Vulkan nicht mehr. Ja, ich glaube, der wird eher heißer. So, ballern wir das Spiel nochmal schnell durch, ne? Dann. Hey, Ugula Bugula. Krach. Krach. Bist du der Mario, von dem Don Raphael uns erzählt hat? Ja, Orakel der Sterne. Mario kommt auf die Insel. Es ist seine Bestimmung, Don Raphael zu treffen. Kra! Krara? Aber was mit dem da oben? Willst du dem da oben? Kometto! Oh Manu! Na gut. Ja, ich weiß, wo das war. Irgendwo hier. Ich weiß nicht genau, wo das war, aber fast. Ich glaube, es war hier oben. Ich bin mir nicht ganz sicher. Mehr! Gib mir mehr Münzen! Mehr Münzen, habe ich gesagt! Baum! Ah! Oh! Ouchie, Bouchi! Jetzt habe ich wieder Sushi hier am Start. Aber ich kann ja switchen. Warte, was hat die überhaupt für Angriffe? Ich weiß gar nicht, ist es ein Sie oder ein Er? Sushi. Ist eigentlich das Sushi, also Neutrum. Man weiß nicht, ob es ein Sie oder ein Er ist. Und das Sushi-Ding ist quasi Aufpasserin gewesen für die Baby-Yoshis. Dementsprechend würde ich mal sagen, es ist ein Sie. But who knows? Bin zurück! Jonas ist back! Nur ein Gegner? Wie nur ein Gegner? Oh Mann! Nö! Wechseln! Vielleicht hat du irgendwas. Nee, Spuk. Auch scheiße. Muss ich ja wieder in die Luft jagen hier. Vielleicht. Kann Mario ja auch irgendwas Geiles einsetzen, der hat einen Power-Anfall. Na toll. Superbeben. Superbeben! Fünf! Heftig? Mystik? Warte mal, aber ich könnte auch jetzt einfach Bumba einsetzen. Und den Rest mit denen, mit ihm abziehen, oder? Multi-Rampler? Die eigentlich besiegen. Das war jetzt 8 Damage, oder? Ja. Klug gehabt. Gehst du heute noch zu Jotti? Er hat vorhin angerufen und gefragt, aber ich habe gesagt, nö, weil ich war jetzt einkaufen und war irgendwie schon 2 Stunden unterwegs. Ich war erst im Jenfeld Center. Da gab es nur Scheiße und dann bin ich ins Bullshit Center gefahren und das war einfach zu groß und da habe ich irgendwie auch nichts richtig gefunden. Und dann habe ich mir so ein Potato Box geholt, ein bisschen Rot gedönst mit Aufstrich und bin nach Hause gefahren. Außerdem regnet es die ganze Zeit. Ich hab Bock, ich hab gesagt, ich streame. Ich gehe einkaufen, ich streame und naja, geht heute nicht. Hat er mich in Ruhe gelassen. Kannst ja zu Jotti gehen.
Oder? Nee. Wie nee? So läuft das aber nicht. Rosa. So läuft das nicht. So läuft das einfach nicht. Elias! Cool. Herzlich willkommen! Mensch, Mensch, Mensch. Jonas, Elias. Da kommt jetzt nichts. Ah, ich bin da drauf getreten. That's the big problem. Now I got it. Also, was ist passiert? Servus! Komisch, da wird hier nur ein Zuschauer angezeigt, aber irgendwie sind das viel, viel, viel mehr. Ich gehe vermutlich noch woanders hin. Vermutlich tust du das. Ah, ja, genau so war das. Wie geht's euch? Mir geht es blutig. Hast du dir wehgetan oder hast du deine Tage? Also mir geht's gut. Da ist noch ein Baum. Dir geht's auch blutig. Was? Ist auch deine Tage. So, mal gucken, was jetzt passiert. Nee, gut. Oh my God! Horror Story. Uiuiui. Okay, dann guten Appetit und ja, bis später, ne? Blutige Geschichten, die will keiner wissen. Noch ein. Ich bin da drauf. Ach du Scheiße. Halt, stopp. Bäm! Habt ihr gesehen? Ja, alles klar, dann wünsche ich euch viel Spaß, ne? Ich weiß zwar nicht, was ihr da macht, aber gönnt euch mal richtig. Explosion! Pure Gönnung hier. Ich will auch. Ich krieg jetzt hier. Money, money, money in my pocket, pocket, pocket. Ich bin mich verarscht. So, ah, jetzt sehe ich's. Got it. Haha. Nee, ich bin dann auch raus hier. Nee, erst wenn die Horror Story. Ja, er hat ja gesagt später. Und ich weiß nicht, im Horror Story meint er wahrscheinlich keine Ahnung, dass er sich einen Finger abgesäbelt hat oder sowas. Seht ihr diese Punkte da oben? Okay. Da sind Löcher im Boden.
Ich weiß noch nicht so ganz, was das Ganze, was das bringen soll hier. Ich raff's noch nicht. Wie sieht das Rätsel hier aus? Das war jetzt eher Zufall. Aber ey, ich hab's geschafft von ganz alleine. Lass mich durch. Hey. Weg da. Ein geschenkten Gaul? Schaut man ins Maul. Da-de-de? Oh. Aber es kann ja unter Umständen sein, dass es hier noch was anderes gibt. Appeals? Aber das heißt doch wiederum, dass hier noch Gegner kommen. Egal, ich krieg die voll platt jetzt. Ich hab gar kein Problem mit. Machen wir den hier. We go ma ti. Oh, shit. Das war zu früh. Habt ihr es gemerkt? Ja. 6? Wie viele Leben haben wir denn? Kämpchen. Seid tot. Könnte ich jetzt so schnell bringen, dass ich keine zwei Damage bekomme. Das kann ich möglich. Cool, vielleicht ist es das doch. Okay, das ist jetzt auf jeden Fall reichen. Bin ich jetzt eigentlich zu weit weg mit meinem Mikrofon oder könnt ihr mich noch gut hören? Leute. Hallo. No, no. It's me, Mario. Gut. Okay, dann bin ich ja beruhigt, weil ich war nicht sicher, weil das Mikrofon ist schon jetzt extrem weit weg, im Gegensatz zu vorher. Aber das hat so eine gute Soundaufnahme, dass es trotzdem immer noch geil ist. Au! Why didn't? Oh, ich hab noch einen besiegt. Lucky! Oh, shit. Ich hab aufgepasst. Gerade so.
Bounce. Das wird schon 6. Krass. Diese schönen Power-Pfarr. Ich muss mich eigentlich mal heilen, aber irgendwie hat mir das hier nicht gewährt. Was ist hier hinten? Wow! Okay. Alles klar. Tschüss. Nee, ohne mich. Ohne mich. Nicht mit mir. Nicht vor 4. Verdammt, die haben schon nach 4. Nicht, dass ihr denkt, dass ich Angst habe. Ich will nur halt jetzt nochmal gerade heilen. Wieder nichts zum Heilen zu sein. Ich hab Bock jetzt mit 2 Blütenpunkten da irgendwie gegen einen Halbboss, Mini-Boss zu kämpfen. Wirklich nicht. Mini-Boss. Nennen wir es mal Mini-Boss. Oder Halbendgegner. Der Halbendgegner! Aus dem Weg! Dreht sich das wieder? Ausruhen! Bitte. Wie viele gab es insgesamt? Wie viele Kapitel? Ich glaube... Lass mich nicht lügen. 9 hat er gesagt, oder? Ich glaube bei 5. Immer noch relativ viel, ne? Was kannst du denn hier schon wieder so rein? Überall Fusseln. Oh, viel besser. Verrückter Junge. Weiter. Ich suche noch gerade einmal schon was. Ah, perfekt. Okay, wir können weitermachen. Kommandin! Dann gehen wir zum Endgegner, ne? Schon echt nervig groß hier das ganze Level, ne? Alter, ich bin aber auch doof, ne? Wie doof kann man sein? Was meiner sagen? Aber ich komme jetzt Level up, glaube ich, dadurch. Also ist nicht so schlimm. Ja. Noise! Welches Level haben wir denn jetzt? Weiß man gar nicht. Was brauche ich denn? Ich brauche Gas und Gas und Gas und Gas. Soll ich mal doch mal
soll ich nehmen? Leute, was soll ich nehmen? Eigentlich brauche ich OP, ne? Weiter. Okay. Das heißt, jetzt kann ich doch eigentlich wieder irgendwelche Orden ausrüsten. Ich habe die Orden auf jeden Fall schon mal ausgerüstet. Das ist schon mal echt geil. Doppelgriff. Wir bräuchten einen Hammerwurf, ne? Meditation ist auch... Hier. Das brauchen wir als nächstes. Das ist schon echt geil. Darauf sparen wir, aber solange wir es noch nicht benutzen können, werde ich Spion wieder reinpacken. Erhöht Angriffskraft gegen feurige Gegner um 2. Ich werde das mal ausrüsten, aber auch nur, wenn wir jetzt in den Vulkan gehen. Alter, wie dumm bin ich denn, dass ich das nicht auswähle? Der Gegner im Vulkan ist bestimmt irgendein Feuervieh, oder? Wow. Hey, da. Guck, das hätte ich jetzt nicht gefunden, wenn ich nicht ausgerüstet hätte. Oh nö, nicht schon wieder. Was seid ihr denn? Piranhas. Der ist noch Piranha, oder? Ja, soll ich, Jonas? Mal ein bisschen Animal Crossing hinterher. Was ist für eine Zauberin da? Wow. Das ist ja unfair. Okay, okay. Bombe in die Luft. Alle besiegt jetzt oder was? Alle bis auf die Piranhas oder was? Oh, wieder vergiften, ey. Ich fasse das nicht. Fällt für 3 Runden aus. Nee, 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 nee. Sterbt! Sterbet! Du solltest den Stöhnhammer-Sound als Follower-Alert reinmachen. Hey, das ist eine geile Idee. Aber ich muss erst mal gucken, wie ich den überhaupt raus, wie ich den finde. Dann muss ich erstmal den Sound irgendwo rausfiltern. Oh mein Gott. Oh, das ist eine wirklich geile Idee, Jonas. Echt jetzt. Ich werde drüber nachdenken. Aber es war auf jeden Fall gut, dass ich nochmal mich aufgeladen habe. Ich wusste doch, da kommt wieder irgendwas Stärkeres. Hey, komm. Give me something. Oh, hier geht's gar nicht weiter. Ist da noch irgendwas? Oh, okay. Dann gehen wir mal in diesen komischen Baum hier. Kann man schon mal speichern, das ist schon mal gut. Allerdings speichern wir ja gar nicht normal, sondern wir speichern so. So. Lass mal gucken, ob ich... warte, lass mich mal gerade gucken. Vielleicht kann ich ja gerade mal hier so Alertbox. Kann ich das hier unten...
Ich habe ein paar Frame Drops. Wieso das denn? Ist ja krass. 1% Frame Drops. Ist das jemandem aufgefallen? Nö, ne? Ich würde sagen nein. 168 Frame Drops. Gibt's ja gar nicht. Wo kommen die denn her? So, Alert Box mal aufmachen. Oh, Warbembof. Ah ne, da muss ich ja hier auf Dings gehen. Design, Cloudboard, App Stores, Dashboard, Layout Editor. Guck mal hier hin. Gucken, vielleicht finden wir da ja mal was. Ey, da, jetzt habe ich gar kein Internet mehr. Wo ist mein Internet hin? Bin ich noch da? Das war gerade ein Leck. Aber ein richtiger. Da war das Internet ganz weg. Krasser Scheiß. Bin ich noch am Stream? Was ist denn hier los? Ich habe 0,5 Frame Drops. Krasser Shit. Ich such mal gerade. Okay. Eieieiei. So, da haben wir den Cloudboard, aber zu dem wollten wir eigentlich gar nicht. Was sind wir denn von dem? Bei Overlays angekommen. Ups. Jetzt hier gelandet. Alert Box, there it is. Bla bla bla, interessiert mich gerade gar nicht. Jetzt habe ich alles drin. Okay. Follower. Da haben wir gerade den. Was haben wir denn da? Monster Hunter und Sound haben wir Wasser. Ja, wir haben den da aktuell. Okay. Change Media. Kann man irgendwo suchen? Man kann Sounds uploaden. Okay. Also ich könnte theoretisch, wenn ich den Sound irgendwie downloade, könnte ich ihn uploaden. Das bräuchte ich nicht, als das schon wieder Zeit bräuchte. Das ist halt auch eine Frage, ne? Funny Plumber. Level up. New Message. Positive Sound. Das ist langweilig. Das ist Water Success. Ja, richtig geil. Ach, ich hab keine Ahnung. Ich werde den auf jeden Fall mal suchen und gucken mal, ob ich den reinkriege, ja? Ich verspreche. Aber jetzt spiel ich erstmal weiter. Jetzt muss ich ja so einen Baum hochklettern, nur um zu diesem Affen zu kommen, zu diesem Raben. Ja, kann ich da weiterfallen? Kann ich nicht. Oh yeah, was haben wir denn hier? Also wenn's... Warte mal.
Man konnte ja noch weitergehen. Aha! I knew it. Das ist eine geile Fähigkeit, ey. Hast du das gesehen? Das, die Herzen regenerieren sich langsam. Oh, und schon ist Internet wieder weg, oder was? Alter Schwede, ey. Ja, natürlich ist er jetzt schon wieder weg. Was sind das hier? Voll die Abbrüche hier auf einmal. Ich habe kein Internet mehr. Und da kommt es aber wieder. Und da ist es einfach zu viel. Alter, ich habe hier... Ich weiß nicht, was hier los ist, Leute. Aber mein Internet ist gerade abgekackt. Finde ich voll doof. Absolut keine Ahnung, was los ist. Ich muss mal mein Internet testen. Ja, das ist, liegt wahrscheinlich hier, keine Ahnung, an einem... Ach man. Das kotzt mich ja tierisch an hier. Das hört aber auch nicht auf gerade. Und es ist wieder weg. Yo! Ich habe wirklich gar kein Internet gerade. Eine 30er Ping und 0 auf Zero. Alter Schwede, was ist da los? Absolut keine Ahnung, was das jetzt war, aber irgendwie switcht der Router immer irgendwie auf, keine Ahnung was, Standby von alleine oder so? I'm not sure. Absolut keine Ahnung, was das gerade war, aber der hat halt irgendwie ab und zu mal auf, geht er auf Standby und dann kickt er mich immer raus. Aber hier funktioniert trotzdem irgendwas, irgendwas ist hier immer noch nicht in Ordnung. Ich war hier gerade mit einem Megabit. Ich mache jetzt gerade nochmal einen Speedtest. Ping ist wieder auf 10. Ja, jetzt ist irgendwie wieder da. Aber trotzdem komisch. Weil hier, pf, jetzt ist hier wieder weg. Irgendwas stimmt hier nicht. 12. So kann ich auf jeden Fall nicht streamen. Doch ein bisschen an. Und wieder weg. Na gut, dann werde ich hier gerade mal kurz Schluss machen, weil so funktioniert das ja nicht, ne? So geht hier gar nichts. Würde ich mal sagen. Und ich guck mal, was das hier für Fehler sind. Und dann machen wir beim nächsten Mal.